Das sind nicht meine Worte, weil sonst heißt mir, der Vogel hat sowieso keine Ahnung. Ja, der kann ja sowieso kein Arabisch, deswegen liest er auch nur aus den Büchern vor. Ja, und das ist das, das ist ein klassisches Fickbuch von einer klassischen Rechtsschule. Und da geht es übrigens, weiter mit Gründen, die einem aus dem Islam rauswerfen. So, dann habe ich hier Fiqh, Umdatu Salik, also Fiqh Shafi'i. Das ist zum Beispiel die vorherrschende Rechtsschule in Indonesien. Das sind alles anerkannte Rechtsschulen. Da haben wir hier das Buch, das Kapitel auch Bab Hukmul Murtad. Und da steht dann beispielsweise Gründe, die einem rausbringen können. Und der Autor hat am Ende von dem Gelehrten Allah ad-Din Abidin noch etwas reingebracht, was aus dem Religion rauswirft. Und dann sagt er, Man ankara umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat, ist das hier auf Englisch übersetzt worden, ja, hier von dem Autor, der Sufi ist. Das heißt nachher wieder die Salatfisteln haben es gesagt, ja. Das ist ein Sufi, der das übersetzt hat, hier. Also, ich, hier. To revile the religion of Islam, die Religion des Islams zu beschimpfen. So, und dann hier. Hier. Or to deny that Allah intended the Prophet's message, Allah bless him and give him peace, to be the religion followed by the entire world. Das heißt, die Übersetzung davon ist, was der Aladdin Abedin gesagt hat, wer leugnet als Muslim, dass die Botschaft Mohammeds mit der Intention gesandt wurde, dass alle Menschen ihr folgen müssen. Das heißt nicht, dass wir jemanden bekämpfen wollen. Allah sagt uns im Koran, La yanhaakum Allah an illadhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und nicht aus euren Häusern rausgeworfen haben, mit ihnen gerecht umzugehen und sie mit Güte zu behandeln. Das heißt aber, was ich hier sagen will, ich kann nicht, um Müller, Meier, Schmitz zu gefallen, den Mund halten und meine Botschaft verdrehen. Und das ist auch ein Appell an alle Muslime, weil manche Muslime versuchen, die Richtigkeit der Dawah, das heißt sozusagen die Missionsarbeit im Islam, daran festzumachen, ob es den Menschen gefällt. Ob es den Nichtmuslimen gefällt, darum geht es uns nicht. Wir sagen das, was wir denken, und wir tun das, was wir sagen. Und glaub es mir, mich interessiert es nicht, ob sich von mir aus 50.000 Menschen versammeln und mich mit Tomaten beschmeißen oder mit Steinen. Ich bin überzeugt, dass das die Wahrheit ist und dass das der einzig wahre Weg zu Gott ist. Und wenn es einem nicht gefällt, hat er Pech gehabt, genau wie du da hinten. Ja. So, aber da kann ich die Menschen nicht belügen. Ich kann die Menschen nicht belügen. Ich kann gut mit meinem Nachbarn umgehen. Komischerweise, die ganzen Nicht-Muslime in meiner Umgebung, ich habe auch gar keine Probleme mit denen. Ja, komischerweise, die freuen sich alle, wenn sie mich sehen. Zum Beispiel insbesondere aus meiner Familie. Aber es wird ein Bild von uns gemalt, was nicht der Realität entspricht. Aber das ist die Realität und das zeigt ganz eindeutig, dass das, was er lehrt, erstens nach dem Madhab Shafi'i, nach dem Madhab Maliki, weil er lehrt auch, dass die Botschaft der Muslime nicht für alle Menschen gedacht ist, das heißt, wer will, will, wer nicht, kein Problem, nach Madhab Maliki, nach Madhab Shafi'i und nach dem Madhab, nach der Rechtsschule von Imam Ahmed, nicht der Mehrheit der Muslime entspricht und sogar Unglaube darstellt. Und zwar ganz klar und eindeutig.